Einen wunderschönen guten Morgen in Stranded Deep. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und danach geht's auf zu der nächsten Insel. Ich würde nochmal speichern. Bevor wir das vergessen. Das ist ja in dem Spiel hier leider immer nur an den Dingern, wirklich. An unserem Shelter. Und ja, wir reisen jetzt von Insel zu Insel zu Insel und so weiter. Wo hatten wir denn die Ration? Da ist Ration. Yum, yum, das schmeckt. So, das holen wir ein. Damit fahren wir los. Wir peilen die Insel da hinten an. Bitte kein Sturm. Die letzten Tage war nur Sturm. Und es könnte ja mal einfach ruhiger See sein. Ja. So, kurz nochmal, um euch abzuholen. Wir fahren jetzt weiter Richtung... Ja, es ist Richtung Osten, so ein kleines Stück Nordosten. In der Hoffnung, wir sehen nochmal was Neues. Ist das eine Palme da vorne oder versteckt die sich... Das ist eine Palme da vorne. Das ist auch wieder eine recht kleine Insel, ne? Ja, ich hoffe, wir erkennen aber was Neues. Die haben wir jetzt mal gesagt, okay, lassen wir außen vor. Die ist aber relativ groß, ne? Wahrscheinlich ist genau da Wilson. Naja, es ist, wie es ist. Hier ist zumindest ein riesengroßes Schiff. Das würde ich ganz gerne mal unter die Lupe nehmen wollen. Dann weiß ich noch nicht weiter. Ich hoffe, wir sehen von der Insel aus was Neues, was wir anpeilen können. Aber bisher taucht nichts auf, ne? Eigentlich war so der Plan in die Richtung hier, quasi das Richtung Nordwesten zu kutschieren. Im Moment ist es mal wieder so eine Irrfahrt. Und ich weiß nicht, wo diese Gyrokopter-Einheit zu finden ist. Und natürlich auch der nächste Boss. Vielleicht wird es ein kurzer Trip. Man weiß es nicht. Wichtig für uns zu wissen ist, wir sind quasi Richtung Norden, Nordosten gefahren. Da ist unser nächster Halt. Und so kommen wir auch zurück. Ich glaube, das müsste unsere Heimatinsel sogar sein. Dass wir die sogar noch sehen, ist ganz cool. Wenn es die wirklich ist. Oder, nee, wir sind dazwischen durchgefahren irgendwo, ne? Dazwischen? Bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall eine größere Krabbe. Würde ein bisschen heran wollen, aber auch nicht zu viel. Und wir setzen den Anker. Dankeschön. Gut, dann müssen wir natürlich ein paar Speere mitnehmen. Haben wir sogar. Wir haben noch Kartoffeln dabei, die wir ausladen müssen. Oh! Ja, genau. Direkt auf den Hai gesprungen. Und ich krieg Schaden dadurch. Sneaky Peaky. In die Fressi. Da ist noch eine. Ah, komm her. Okay, wir sollten vielleicht nochmal eine Gasflasche mitnehmen. Aber erstmal machen wir uns ein Shelter. Fangen wir erstmal mit dem wichtigen Ding an. Das heißt, wir bräuchten einmal eine Yucca-Pflanze. Oh, Hallöchen. Eins, zwei, drei und vier. So habe ich zumindest einen Anhaltspunkt, dass ich hier schon war, falls ich irgendwann mal wiederkomme.
1, 2, 3 und 4. Shelter wird gebaut. Steht. Wir haben auch direkt eine Kiste, ne? Hi. Kanister und die Gasflasche. Da haben wir sie doch. Cool. Ging schnell. Dann lassen wir doch mal alles hier, was wir nicht benötigen. Und tauchen mal wieder eine Runde ab. Auch wenn hier irgendwo der Hai war. Aber ich habe die Hoffnung, dass er uns nicht gesehen hat. Kiste. Und schon ist die Hoffnung vorbei. Ah, da war nichts drin. Hat uns keinen Schaden gemacht. Wie viele Boote sind denn hier bitte? Was ist denn hier passiert? Holy shit, das ist ein Hattrick. Captain, lassen Sie mich an Bord. Das wäre Nummer 1. Oh, knapp. Komm schon, beweg dich. Lass mich hier hoch. Oh, hier haben wir natürlich ein Fass, ne? Wir könnten versuchen, das Fass mal mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wo geht's hier rein? Ja. Yep. Hallo. Einmal Leder. Das war's? Echt jetzt? So ein großes Boot und kein Loot? Dann gehen wir mal hoch. Leder. Noch ein Kanister? Wow. Krass. Okay. Ich weiß gar nicht, wohin damit jetzt. Dann würde ich sagen... Oh. Hallo. Gehen wir zum nächsten Boot. Und danach holen wir den Kanister daraus. Ich würde diesen Hoboofen noch ganz gerne machen wollen zu Hause, aber mal. Die Frage ist, kriegen wir das halt mit, ne? Irgendwie. What? Wir haben die ganze Zeit keinen Kanister gefunden, ne? Und hier sind wir im Kanisterparadies. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob es funktionieren wird. Oder wie auch immer. Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Oh shit. Vielleicht haben wir ein Problem.
Vielleicht. Moment, wir müssen die erstmal wieder an Land bringen. Shit. Und hier ist noch ein Flugzeug. Oh mein Gott, was ist denn da gerade passiert? Ja, ja, lass mich. Ach du Scheiße. Wie kriegen wir dich denn wieder rüber geflippt? Moment mal. Ah, das war knapp. Scheiße, jetzt müssen wir hier mit so einem geflippten Boot kämpfen, oder was? Ah, wird wieder knapp. Keine Chance. Wie flippe ich denn mein Boot? Wo ist das Fass? Müssen wir uns das Fass holen? Oh mein Gott, du glaubst es nicht. Und auch noch ein Boot hier. Hallo. Oh, hi. Ich wollte nur das Fässchen holen. Vielleicht hilft uns das, unser Boot wieder zu flippen. Au, 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 jetzt blute ich auch noch. Oh mein Gott. Ja, wir haben ein kleines Problem. wo haben wir denn unsere Sachen drin? Da nicht, ne? Ich glaube, wir sind voll. Wir brauchen einen Verband. Jo. Es ist zu groß. Unser Floß ist verdammt nochmal zu groß. Was ist, wenn wir es hier auf die Kante legen? Komm mit. Das lässt sich gerade nicht schieben. Oh Mann, das war knapp. Das war kein Stück knapp. Es kommt noch ein Sturm auf. Was ist, wenn wir das mit sowas hier nutzen?
Warum? Was ist, wenn wir... Oh Gott. Wir aber den Motor nutzen. Wir treiben zu sehr ab. Verdammt. Verdammte Axt. Kann's keinem erzählen. Oh Gott, alle vergiftet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier probiere. Ja, ja, ja. Kein Stück. Gibt es eine Option? Eingabe. Gott. Springen, kriechen, sprinten, ziehen, aufnehmen, ablegen, Uhr, Inventar, Herstellungsmenü, freie Hände, Objekt rotieren, Transportmittel aussteigen, absteigen, segeln, nach rechts segeln, nach links segeln. Ach, mit Q und E. Na, gut zu wissen. Karteneditor brauchen wir nicht. Na, Gott. So, hier müsste ich jetzt ja aussteigen können. Schießt die Wand. Oh mein Gott, wir schlafen einmal bitte. Oh Gott.
Da liegt es, das gute Stück. Wir sind immer noch vergiftet. Oh mein Gott, ey. Nennen wir dich? Passt. Ja. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Erzählt das keinem. Oh Mann. Na komm. Nö. Nö, 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 nö. Oh, echt jetzt? Okay, okay, okay. Nö. Ja, komm. Echt jetzt? Ich habe jetzt gemerkt, dass du mit Linksklick das irgendwie noch so hoch pushen kannst. Damit probiere ich es halt gerade. Es tut mir leid, ey. Ich habe gerade null Plan, wenn ihr weiter vorgehen könnte.
Wir könnten es mal ein bisschen in die Bäume reinbringen. Vielleicht hilft das ja. Wegen ein so einem blöden Pass, ne? Glaubst es nicht. Also bisher hatte ich es wirklich so hier am steilsten. Das können wir jetzt vielleicht mit dem Fassen weiterarbeiten. Komm, geh noch ein bisschen hoch. Ja. Wir sind fast hochkant. Ja. Oh mein Gott. Nein. Muss irgendwie hochkommen, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier das wieder drauf mache. Sekunde, ich speichere einmal ganz kurz, sonst lade ich neu. Ja, keiner. Schön vorsichtig.
Wir sind wieder im Spiel. Außer, dass wir ganz schön Schlagseite haben. Tschüss, Fass. Oh Gott. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir wollten erstmal ausladen. Das machen wir jetzt noch ganz schnell. Nehme ich mit eine Pipi-Pflanze. Ja, Nahrung sieht nicht ganz so doll aus. Okay, es ist wieder alles im Load. Wir speichern und beenden die Folge an dieser Stelle. Mal gucken. Im Prinzip haben wir hier nichts mehr, ne? Da hinten. Das ist wieder so ein toter Wal, ne? Ich hab so die Befürchtung, da waren wir schon. Aber wir gehen hin. In der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.